persönlich extrem schade finde und was ich auch absolut überhaupt ein No-Go finde, ist halt zum Beispiel, dass halt viele sich eindenken, bilden, dass es so einfach wäre, aber es ist halt nicht so einfach, weißt du? Und wenn man dann überlegt, was dann für Technik hintersteckt und wie teuer das alles ist und tralala und das ist nicht mal heute voll nur so schnell gemacht, so irgendwohin, ja. Und ja, das ist für mich halt persönlich, oh, Tür aufgelassen, schlecht. Das ist für mich halt ein bisschen sehr schwer vorstellbar, weißt du? Und ja, so sehe ich das halt. Das ist so meine Meinung zum 5G. Dankeschön und ja, auf zum nächsten Thema. Mein Smartphone sagt, heute mal das Thema ohne Moos nichts los und ohne Geld nichts los. Ganz klassisch. Ich musste kurz gucken. Ja, moin, haben wir schon die Fackel noch. Geldthema. Ja, hat man schon gehabt, haben wir einmal gehabt, haben wir das Thema gehabt, Geld. Und wer das nicht geguckt hat, kann sich das angucken. Heute geht es das Thema ohne Geld nichts los oder ohne Moos nichts los, wie ich es immer nennen mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Zeiten, als ich noch damals in der Lehre 400 Euro verdient habe. Und das war echt düster, Alter. Ich wollte feiern gehen, du wolltest saufen, du wolltest verfressen, habe ich damals mit meinen Ellis noch gewohnt, weil anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Macht der Hammer, wenn ich ihn jetzt hier so klicke? Er macht nichts. Aha. Ja. Oder hier vielleicht so. Ne. Wie gesagt, also es ist extrem schwierig und auch extrem, was soll ich sagen, extrem nicht geil, ja. Wir werden uns jetzt hier einiges ercheaten müssen, weil ich nicht weiß, wie diese Steine zu craften gehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, und dann habe ich halt damals gemerkt erstmal, wie wichtig Geld ist, ja. Also wenn mir einer sagt, ohne Geld ist mir scheißegal, ohne Geld, dann kann ich dir das einfach nicht glauben, weißt du? Dann kann ich dir das einfach nicht glauben. Oh, da wurde er mir begeben, mal. Ne, warte mal. Nee. Ist das jetzt der richtige Stein? Nee, das ist der Clean. Warte mal. Namen wieder vergessen. Wie heißt der? Genieß. Genieß, okay. Genieß. 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 Was? Oh. Genieß. Genieß. Genau. Jetzt machen wir das mal schnell im Game-Mod. Weil wir ja ich weiß nicht, wie ich den craften. Keine Ahnung. Wenn es einer weiß, Kommentare reinhauen. Ja, genau. Dann habe ich damals, wie war das? Ich habe das halt damals, eine Ausbildung ganz gemacht, ganz normal, und dann habe ich gemerkt, boah, Alter, Junge, du gehst 8 Stunden jeden Tag arbeiten, 40 Stunden in der Woche, kriegst 400 Euro raus. Na klar, ich habe Brutto gehabt. Boah, da dachte ich mir auch so, da geht's dir den Hartz-IV-Empfänger ja besser. Und deshalb kann ich auch viele junge Leute verstehen, die gar keine Ausbildung machen, weil sie sagen, ist doch viel zu viel Kohle, wenig Kohle und so. Boah, klar,
Kann ich jeden Deppen da draußen verstehen, der dann eine Ausbildung macht? Oh, und den auch total nachvollziehen. Also ich habe da volles Verständnis dafür, dass er halt absolut sagt, pass mal auf, Kollege, ich mach das nicht und ich sehe das auch nicht ein und ich bin auch nicht der Typ dazu, der dann sagt, pass mal auf, der dann sagt, hier, so sieht's aus, der dann auch Tacheles redet, und der dann meint auch, ja, hier, so mache ich jetzt nicht, ja, weil mir das einfach zu teuer ist, weil zu wenig Geld ist. Und genau das ist halt das Problem, was viele Ausbildungen haben. Viele können nicht bezahlen, wollen nicht bezahlen. Weil Ausbildung kostet ja den Betrieb auch Geld, ja. Und zwar nicht wenig. Eine Ausbildung kostet ein paar 10.000 von Euros. Kommt immer davon, was du lernst, aber billig ist das alles nicht. Auch wenn die Berufe immer sich so einfach anhören und sagen, oh, es ist ja nur, was weiß ich jetzt, Gärtner oder so. Die kosten alle richtig Kohle. Die kosten alle Schotter und die kosten alle, ja, kosten einfach Geld. Ja. Jetzt haben wir nicht genügend Punkte. Wir können das aber so machen, dass wir jetzt die Fackeln abreißen hier. Und dann hier so ein... Ja, es geht schon los. Reißt die Fackeln ab, bekommst du schon aufs Maul. Alter, so schnell. Ist sie ab. Das können wir dann nachher wieder beebnen. Oder leckt aber jetzt hier. Ich nehme mal so einen Stein hier. Besser. Stein ist besser. Fackeln abraufen leckt irgendwie. Extrem. Warum? Keine Ahnung. Das machen wir mal kurz hier nur zu. Dann können wir nämlich schon reingehen. Ja. Jetzt machen wir hier noch alle ab. Dann haben wir nicht erstmal so einen Raum geschaffen, damit wir ein bisschen leveln können. Das würde dann zwar das Lager, aber dann können wir den Raum gleich nutzen. Ist das, Schmeine? Ja, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, boah, das ist Geld wichtig. Ich wollte habe Wünsche gehabt, mir eine richtige Wunschliste damals geschrieben, wo ich dann so dachte, Alter, boah, da hast du ja nichts, bis jetzt nichts bekommen. Wo du denn so denkst, Alter, leck um mich am Arsch. Weißt du, was ich meine? Denkst du dir dann auch so, boah, geht das ab? Ja. Und da dachte ich mir dann damals echt, wie das sein kann und, ja, und ey, Katastrophe war das damals. Und da habe ich auch so gedacht, ey, das ist nicht euer Ernst, ja. Und dann muss man das Ganze hier Steingedings wegbringen. Ja, und das andere war dann halt, du hattest halt dann, ich wollte halt meine erste Konsole habe ich mir von meinem ersten Geld gekauft, das war eine Xbox 360, das war damals die erste Xbox-Konsole und da war ich so unzufrieden, war so ein Dreckdinger, habe ich übelst bereut, dass ich das damals überhaupt gekauft habe, weil ich weiß nicht, war nicht meins, irgendwie Konsole. Jetzt habe ich so einen Nintendo Switch mir gegönnt, das ist eher für die Freundin mehr als für mich. Aber klar, warum nicht? Und dann hat die halt, die freut sich halt immer, wenn die spielt und ja, von mir aus soll sie machen. Und nun dann ist halt so, weißt du, ist halt einfach geil. Boah, ist aber viel. Boah, schöne Brote, Alter. Ich glaube, die Hungersnot ist Vergangenheit, Alter. Nimm so viel Brote. Nächstes Max auch gleich gut. 64 haben wir jetzt. Boah, geil. Richtig Hammer. Richtig geil. Ich muss erwarten, bis es Nacht wird. Aber bevor das Nacht wird, werden wir noch Folgendes machen. Wir werden mal oben den Keller zumachen. Ja. Mach kurz mal ein paar Brote noch. Ein paar Brote hier. So. Na komm, packen wir erstmal hier rein. Die. Oder wollen wir die Setzlinge?